Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch Director's Cut. Wir waren hier stehen geblieben, dass Fitzgerald rausgerannt ist und es gab ja einen Unfall. Wir schauen gleich mal nach. McGuire kam hereingestürzt. Ich habe die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschlossen und reißt mich fast um. Egal, er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Okay, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Und weg war er. Er war wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Ja, Kobold sollte ja zuschlagen. Genau, das hatten wir schon. Fitzgerald geriet in Panik, als ich ihn stellte. Er lief aus dem Pub und wurde überfahren von einem Kobold. Karl hat doch ein Kobold-Kostüm ausgeborgt. Er muss es gewesen sein. Mit Sicherheit. Hey, McGuire. Was? Hatte dieser Kobold eine Narbe im Gesicht? Keine Ahnung. Der Typ hat so eine blöde Maske getragen. Sind Sie ein Spezialagent? Da muss ich dich leider enttäuschen. Nein. Ist Fitzgerald etwas runtergefallen, als ihn das Auto erwischte? Ich habe nichts gesehen. Das ist alles viel zu schnell gegangen. Vielleicht ist das Päckchen ja irgendwo verschwunden. Ja, hier unten. Wir können noch mal fragen hier. Hast du den Mann schon mal gesehen? Mann, ist das ein Schleimbeutel. Nee. Bis später. Okay. Okay, das müsste hier reingefallen sein. Im Gehweg. Hier ist es offen, wie man sieht. War ja vorher zu. Ja, also kriegen wir das nicht auf. Ich ziehe an der Falltür, aber sie... Ja. Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Betätige den mal, bitte. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Ja. Das ist jetzt Mist, ne? Aber ist nicht so schlimm. Wir gehen nämlich mal rein. So, das muss ich überlegen, wie das war. Ich glaube, wir müssen nochmal mit ihm reden. Mir ist auch gerade nicht ganz so sicher. Nee. Ach genau, jetzt können wir da diesen... verdammt. Als ob er meine Gedanken... Könnten Sie wohl mal Ihre... Hören Sie. Ja, wir müssen mich warten, bis er liest. Ich suche Jean Fitzgerald. Wie sind Sie? Wie sind... Hä? Wenn ich eine Frau wäre, also mir würde so eine Drahtkette nicht gefallen. Ist auch nicht für eine Frau. Ich habe Gelüste auf was Besseres als Frauen. Fleisch, so zart und weich wie das einer Jungfrau. Knochen, so weich und weiß, wie bei einem neugeborenen Kind. Kaninchen, Junge. Das heizt mich an, Mann. ja. Okay. Haben Sie Fitzgerald mal bei... Nie was von... Bis dann. Komm, fang nochmal an zu niesen, Kumpel. Sobald der alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. Mach's gut. Ja, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher hier, wie das jetzt... Weiter ging. Ich weiß nur mit dem Draht. Nope. Was denn? Ja, wir können ja, glaube ich, doch, wir können weggehen. Aber hier können wir noch nichts anfangen. Hallo, jetzt möchte ich gar nicht wieder hier zu. Okay, da. Okay, da reden wir nochmal mit den anderen hier. Ganz kurz. Wenn es da was zu bereden gibt. Hey. Und? Okay, nope. Mit dir? Entschuldigung, Mr. Hallo, was jetzt? Ich habe den Verdacht, dass Fitzgerald etwas von Pegram bekommen hat. Ich fand auch, dass er sich merkwürdig benahm. Ich rede von dem Edelstein. Er hat da so etwas gesagt. Haben Sie nicht gerade mit ihm geredet, als er aus der Bar raushornte? Ja, yeah, klar. Eine kleine Unterhaltung, das ist alles. Okay, das war's dann schon. Also dann bis...
Die Plastikabdeckung ist... Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die... Hier liegt der Wohnungsschalter, das ist es ja. Eine Falltür. Okay, dann kommt das wohl doch ein bisschen später. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Dann gehen wir mal hoch. Hier können wir, glaube ich, nichts machen. Ja, weil abgeschlossen ist. Müssen wir mal... Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Wäre eine Möglichkeit, George, oder wir reden ja erstmal mit ihm hier. Ich glaube, das ist Pater McCrawley. Hieß er Crawley? Ich glaube. Moment. Bist du aber gern. Sorry, es ist so Hi. Schlimm. Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Okay. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Oh, herrlich. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Okay, klingt doch interessant, aber was weiß er über Pegram? Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein, der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Ah ja, okay, der rote Flitzerunfall. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Du musst nochmal gehen, sorry. Ach ja? Ja, yeah. Er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Aus Absicht? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot. Ach du. Der mal den Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Das ist ja eine Erleichterung. Alles warum der Alte? Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Suchen? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen besserer Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Was ist das denn für ein Onkel? Wahnsinn, ey. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich's wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht. Aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht hinaufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen? Nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Oder wir passen drauf auf? Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Mach's gut, denn wir sind jetzt der Idiot, der hochklettern wird. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen.
Weil, warum sind wir da nicht hochklettern? Warum soll denn wir nicht dieser Idiot sein, der da hochklettert? Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Okay, wir brauchen eine Stange oder so. Ich glaube, mit dem Draht können wir hier nichts anfangen. Genau. Na, ich weiß, das ist idiotisch, was ich versuche, aber versuchen kann man ja alles, ne? So, wir brauchen jetzt nämlich, muss ich mal gucken, wir brauchen jetzt sowas wie eine Stange. Ich bin mir aber relativ sicher. Kannst du hier mit dem Draht was auftüdeln? Nee, kannst du nicht. George, was kannst du eigentlich? Ah, George! Böser George. Okay, gehen wir mal zurück. Mehr können wir hier, glaube ich, eh auch nichts machen. Hier, McGuire. Hey, McGuire. Was? Okay, du hast hier nichts. Was meinst du, wofür könnte man diesen Draht benutzen? Für Autos zum Knacken. Gibt dabei nur ein Problem. Der Polizist hier? Nee, hier in Loch Maren hat keiner ein Auto. Na, okay. Bis spät. Okay. Das ist natürlich interessant, dass hier kein Auto hat. So. Ich weiß noch, diese scheiß dumme Waschmaschine hier, die musste aus sein. Die musste kaputt gehen. Dann sucht er nämlich für uns eine Taschenlampe. Deswegen ja eigentlich dieser Schalter. Da dachte ich, dass der dann davon kaputt geht. Entschuldigung. Ja. Geh nochmal hier. Kann ich bitte noch ein... Natürlich. Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in Tradit aufgehängt, an sorgsam geknüpft. Hatten wir schon hier. Keller hinabgelassen. Wie man... Tut mir leid, aber die Pumpe... Ich könnte sie hier reparieren. Okay. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Naja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, Also, ich muss jetzt los. So, wie gesagt, wir können die ja versuchen zu reparieren. So ging da. Ich wusste, irgendetwas war damit, Leute. Gedächtnis. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Ja, wo hier was mit dem Tatland, mit dem Draht dann eintüdeln? Nipp. Wir kriegen, glaube ich, eine Taschenlampe von dem und irgendwas zum Aufmachen des Fallgitters da im Gehweg. Entschuldigung. Ja. Hey, wie... Ich serviere. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitts in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Ja. Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. PPP. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Okay. Also ich... Die ist ja jetzt, wie gesagt, im Eimer. Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Die ist ein bisschen blöd, ne? Wir müssen... Eine Falltür im Gehweg. Daran. Na? Muss man nicht einfach nur was... Dieses Draht einfach nur ablassen? Ich zieh... Moment mal. Nee, okay, das ist eigentlich, dass ich damit das aufhebeln könnte. Eigentlich müssen wir die ja versuchen zu reparieren. Es ist unmöglich. Die Plastikabdeckung. Wir müssen die probieren zu reparieren, das weiß ich noch. Also klar, also musste auf jeden Fall unten in den Gehweg rein. Da war was mit der Spülmaschine. Entschuldigung. Sagt ihn. Nein. Sagt denn der Draht etwas, also? Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts... Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nix. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein, wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Ja, irgendwie, Also ich muss... Haut dir nichts hin. Wie war denn? Dann müssen wir jetzt noch... Vor allem, er wollte eigentlich in der Bar anfangen, ne? Fällt mir gerade mal so ein. Der
Onkel. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine... Eine elektrische Spülmaschine. Sieht... Ich möchte die gerne reparieren. Ich habe hier nichts. Ah, Moment mal. Gruber Electronics, ja, ja. Nur ein Fachmann, ja, ja. Hm. So könnte das eigentlich Entschuldigung. Klappen. Ja, Sir? Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Ah. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen, defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Hm. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Hm, so war das nämlich. Ich sag doch, irgendwas war mit der Spülmaschine. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Na klar, da haben wir noch einen Schalter. Dürfte ja nicht gehen, oder der Stecker oder so ist das. Muss mal Geld. Oh. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Naja, es haut nicht hin. Entschuldigung. Okay, also ich Na? Hä? George, was war das? Ich kann nicht erkennen, was... Eine elektrische Spülmaschine. Ja, ja. Ein Stecker. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung. Wahnsinn. Und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier, auf Kosten des Hauses. Okay. Könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Klar. Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nicht. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Irgendwo ist gut, mein Bester. Zack, Keller. Ich meine, das ist Lichtschalter oder... Muss gehen, hallo. Oder ja, Ratte. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Doch, doch. Hier oben die Faltung müsste jetzt aufgegangen sein. So, jetzt gehen wir nämlich mal hoch. Raus. Jetzt müsste es aufgehen. Yep. Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Kahn. Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Kahn. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Nein. Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Bitte, lieber Herr Kahn. Krasse Begegnung. Ich habe Kahn getroffen, von Angesicht zu Angesicht. Er kam direkt zu mir und fragte wegen dem Unfall. Er sucht noch etwas. Der Edelstein muss in Fitzgeralds Paket gewesen sein. Jetzt muss ich es nur noch finden. Ja, das war eigentlich ein echt krasser Moment, weil... Jetzt, wo ich was sehen kann, finde ich Mr. Learys Taschenlampe ohne Probleme. Weil immerhin, es war der Böse und da... Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Könnte der Edelstein sein? Könnte. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener, blauer Stein. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, McGuire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo.
Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage, du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Das ist okay. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Okay, das haben wir jetzt noch. Eins. Weiterblättern. Ich habe ihn. Ich habe den Edelstein, der zum Dreibein gehört. Jetzt muss ich nur herausfinden, was ich damit tun muss. Ja, irgendwelche schönen Sachen. So, wir brauchen jetzt... was in dem Wasserhahn, dass wir den aufhören muss zum Tropfen. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Na lecker. Er muss auf jeden Fall aufs Dreibein gesteckt werden. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur... Moment mal. Der Wasserhahn knarrt. So, hier tropft's. Zack, zack. Nee, die Abhänge können wir nicht wieder runter machen. Ja, okay. Ich dachte, muss ich mal zum Überlaufen bringen. Dann, oder scheint es aber nicht so. Entschuldigung. Ja. Also ich... Nee. Könnte natürlich jetzt sein, gerade was ich denke. Ich weiß es ja, so viel kann ich natürlich jetzt auch nicht mehr genau sagen. Ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen her, wo ich das halt gespielt hatte. Aber vielleicht halt passt hier die Taschenlampe? Nope. Ich muss vielleicht drüber hier werfen? Nee. Wir brauchen da was zum Reinstecken, dass wir uns da festhalten können. Mussten wir dann später nochmal her nach Irland? Aber wir können ja eigentlich gerade gar nicht abhauen nach Irland. Hey, Mac, was? Nee, gibt's auch gerade nichts. Wie war denn das? Mussten wir das nicht unter Wasser stellen? Es ist unmöglich, den Schalt. Ja, es ist ja okay, George. Ist alles okay. Wie gesagt, das ist ja nur der Wassereimer jetzt gerade noch hier. Was anderes ist ja jetzt gerade gar nicht mehr da, also hier noch die Treppe. Ein rostiger Nee, ich dachte da, jetzt macht er was, aber... Nee. Weil die Pumpen sollen im Keller sein, ich kann ja hier wirklich nichts machen, weil hier ist ja nichts, was ich hier machen kann. Interessant, was ist der Wasser? Ist es nur der Wasserhahn? Man muss, wie gesagt, kann es sein, dass wir noch später hin mussten? Ich drehe den. Ja, kann ja unten nichts mit mir reden oder so. Ist eigentlich auch interessant. Oh, da liegt noch eine Karte. War die vorhin schon? Dieses Kärtchen? Entschuldigung. Hallo. Was ist weiter? Nee, es ist nichts. Okay. Mit dir könnten wir jetzt nicht weiter reden. Entschuldigung. Ja. Das ist doch jetzt... Kennen Sie? Das haben Sie mich... Ja, habe ich schon mal gefragt. Sagt Ihnen diese... Boah, ist der schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Er ist echt. Also ich... Wir können ja nicht abholen, wir können ja jetzt nicht... Sonst würde ich jetzt einfach wieder zurück zu Nico und dann wäre die Sache für mich erledigt, aber geht ja nicht. Mal reinleuchten. Was haben wir hier? Wir haben eigentlich gar nichts mehr so wirklich. Mist. Was war das? Ach, Rätseltipps. Das Heu ist nicht hoch genug.
Ja, wir haben ihn nicht zum Draufpacken, ne? Aha. Brauchst du mehr als Heu? Ja, ja, schon klar, aber wir haben ja nichts. Oder gab es da oben vielleicht noch was anderes zu entdecken? Aber kein Geräusch gesehen, dass man da Tipps holen könnte. Hier können wir nur runter. Hier können wir nur versuchen hoch. Wir brauchen hier was zum Reinstecken. Ah! Ah, ich Idiot! So, sowas komme ich erst zum Schluss. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Bin doch ein bisschen blöd, ja, also. Na egal, kann man nichts zu sagen. Nun gut, wir sind jetzt hier im Inneren des Schlosses oder der Burg oder wie auch immer. Und hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Weil ich denke mal, es ist gerade schon angebracht. Also würde ich sagen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Geht auf Twitter oder Facebook, um auf dem laufenden Stand der Dinge zu sein. Und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Baphomets Fluch. Macht's gut!